Thank you.
Freunde, ich darf euch hier von uns jetzt ganz recht herzlich begrüßen, vor allen Dingen im Namen von unserem ersten Vorsitzenden Heinrich Koopmann, die sich von uns entschuldigen lässt, hier muss Tore Erstkommunion nach Köln von seinem Enkelkind und familiäre Angelegenheiten, die Gott ja nun doch etwas füllen. Nur das Signal, Begrüßung von unserer Jagdhornbläsergruppe, darf ich auch alle recht herzlich hier von uns begrüßen. Alle Helfer, die hier tatkräftig an dem Haus mitarbeitet, vor allen Dingen auch alle Sponsoren, die einen finanziellen Beitrag zu dem Haus gegeben haben. Dann darf ich natürlich auch unseren Gemeindedirektor hier von uns recht herzlich begrüßen. Und unsere Architektin, Frau Berning, die den Entwurf und die Planung für den Hausmarkt hat. Begrüßen darf ich natürlich auch hier, und das ist so etwas das Aushängeschild von unserem Heimatverein, unsere neue Volkstanzgruppe von dem Heimatverein. Was nützt das schönste Hus, wenn wir nicht nur außen eine Reklame machen können, und wo kam das am besten mit? Natürlich mit Moje Wichter. Ja, ganz besonders begrüßen darf ich von uns hier auch natürlich unseren Bauleiter Josef Wickers, der sich an den Bau von dem Heimathus hier ganz gewaltig was gefallen worden hat. Herzlichen Dank. Und eine, die immer auch ansprechbar war, die so ungefähr die Schlüsselgewalt über das Haus hat, das war unser Georg Junge Deitring. Ja, liebe Heimatfreunde, als wir für 10 Jahre unseren Heimatverein gegründet haben, damals in Hühhus auf dem Achterkamp, da träumen wir von so einem Haus. Und als der Verein gegründet wurde, damals haben wir am Tag der Gründung 74 Mitglieder. Von daher haben wir 367. Und auf Drängen von unseren ersten Vorsitzenden, Herrn Koopmann, er war sie immer ein Gang, Kerls, wir möchten Heimathus haben, wir möchten Hus haben, wo wir unsere Veranstaltungen machen können, wo wir unsere alten Sachen unterbringen können, wo ich mein Archiv einrichten kann. Und hier war es auch ein Gang, wir möchten Hus haben, wir möchten Hus haben. Bis wir dann auf diesem Platz hier stattfinden und die wir dann von der Familie Merschel erwerben konnten. Der Platz hat eine Größe von 5200 Quadratmeter. Und das ist meines Erachtens auch mal eine entsprechende Größe für so ein Haus. Und wo wir uns bei der Größe sind, das Haus hier hat auch eine Größe von 22 mal 11 Meter. Und das ist auch ein herstörtiges Bauernhaus, so als es früher war. Ja. Und alle, die hier mitarbeitet haben, die wird ja so gut einmal wiederkommen, ist, was zu tun wird. Ja, für die Innenarbeiten hier an das Heimathaus wird dann wiedergehen muss, da haben wir natürlich auch versucht, einmal mehr freiwillige Mitarbeiter und Helfer zu kriegen. Und so hat sich dann die Kolpingsleute und Lohn auch bereit erklärt, die gesamten Elektroarbeiten hier zu machen. Und ich glaube, das ist auch ein großes Dankeschön wert an die Leute von Kolping. Ja, dann haben wir hier in dem Haus, wo ihr wahrscheinlich alle sein habt, so wunderbare Innentüren drin hier. Alle Karten hier, auch achten wieder, nur die Obkammer hin und so weiter. Und diese schönen alten Türen, die kann ich durch Zufall von der Firma Essmann kriegen. Und auch dafür ein herzlicher Dank an die Firma Essmann, dass die uns die Türen zur Verfügung gestellt hat. Und die Firma Essmann wollte sich dann auch als weiteren Sponsor hier noch beteiligen. Und dann habe ich gesagt, ich brauche ja auch eine Köcke. Und dann will ich mal einen Großteil von den Kosten der Köcke, hat die Firma Essmann dann auch übernommen. Schützenwind. Sponsoren habe ich natürlich immer gesucht und auch gefunden. Wir haben für die Feier vernommen hier überwiegenden Teil an Sponsoren gefunden.
so heavy, wo wahrscheinlich den überwiegenden Teil von den Gästen schon sein hat, wo man auf die Abkammer so ein Bettchen zu Etten aufbaut. Und dort hat sich dann die Firma Elsen, die Firma von Längere und die Firma Günther, das kaufen bekannt und die Gaststätte Kuhl bereit erklärt, hier einen großen Teil von den Sachen zu stiften und auch zuzubereiten. Ja, Leute, liebe Heimatfreunde, wie habt vorne auf dem Flur, habt ihr wahrscheinlich was sein, wo ihr hinkommt, habt ihr ein Gästebuch gut legt. Und wir mochten eigentlich mal darum bitten, dass sich alle Gäste, die von Norm hier sind, sich auch in das Buch indrehen. Es ist etwas makaber, gegen das Buch steht vor ein Sparschwein. Das heißt jetzt nicht, dass jede Unterschrift Geld kostet. Aber wenn man schon mal die Hanne ute Taske ut heft, fällt dann doch ein bisschen ab. Ja, wo wir dann so wie das Heimathus sind, dann soll ich vielleicht auch noch sagen, dass das Haus jetzt mit den wertvollen Gegenständen, die wir hier jetzt mittlerweile inlagert habt und auch noch zum Teil kommt, Bomben in den Ausstellungsraum, das Haus natürlich auch absichert habt. Ich glaube, ihr habt das dreifach absichert. Einmal haben wir gute Nobers hier, die immer aufpasst, was sich hier wie das Heimathus stört. Ich will zum Beispiel von Georg Junge Deitring, dann vergönnt Kimo, dass die eine will oder hier war es auch nicht hier. Ja, und dann ruhig das so sei, FD Familie Merschel oder Merschel Bernd, der hat auch einen scharfen Hund um den Hof. Und ich glaube, dass die mag so ein Ohr auf das Haus was mit dem Hund. Ja, und dann haben wir das Haus natürlich auch noch versichert. Wie, das kann man ja auch durchsingen, ein bisschen Schleichwerbung muss man ja auch ab und zu machen, wie die Versicherungsfirma Olliges von der Firma Concordia und wir haben vernommen auch von der Firma Olliges, die Außendienstmitarbeiter hier und hier hat mich vorhin mal gesagt, damit wir keinen Schreck haben um das Haus, habe ich einen Scheck. Ja, schönen Dank für den Inhalt. Wir würden hoffen, dass die Firma Olliges dort in Lohr ihren Kundenkreis noch etwas erweitern kann. Ich möchte euch nur ganz herzlich gratulieren hier zu dem, was ihr hier geleistet habt. Ist eigentlich eine stramme Leistung, was Muskelkraft angeht. Wo die finanziellen Mittel herkamen, haben wir gerade gehört. Ja, ich glaube, ich will erstes aufhören, hier an der Schmiede mich vor so droht. Also schönen Dank erstes Mal. Die meisten Stunden hier waren alle Helfer wie das Heimathus verbracht. Und dafür, Josef, im Namen des Heimatvereins, meinen allerherzlichsten Dank. Dankeschön. Und dafür, damit du wieder zu Kräften kommst, schenken, Wurst und alles dabei, ne? Dankeschön. Einen handgeflochtenen Korb. Dankeschön, ich habe gerne Dorne, etwas, die Mangst, das nimmt nicht leid, etwas schwierig, Frau Bernig, mit Finger auch ein bisschen was immer nicht einfach, aber trotzdem, ich habe gerne Dorne. Ich habe gesagt, Domme wie dir, packt das Werk mal an und wir sind die Tür gucken. Und weil Jupp dann immer auch so fragen, von Huse weg würde, ne? Da hätte ich gedacht, da wollen wir Anjo und einen kleinen Blumenbusch tun, als kleiner Schädel. So, jetzt hätte ich auch noch zwei Fläschchen, hätte ich auch noch. Und wir haben hier noch, wir könnten natürlich jetzt hier keine Reihenfolge genau mit Stunden machen, aber ich hätte wieder noch so ein bisschen ankecken. Wecker dann mal so, der Twitten und Daten in der Helferliste mit seinen Arbeitsleistungen. Und eben, das war, was ich vorhin schon erwähnt habe, Georg Junge Deitering. Georg, kannst du eben hier kommen?
Georg, auch schönen Dank für den Einsatz hier, ne? Ja. Und dann vom kleinen Bürgerchen als Tröster. Ich bringe ihn mal an. Ja. Ich würde ihn noch mal bedanken, wie die... wo ich ihn mal gefragt habe. Und die Daumen zu mir sagen, du bist Revier. Ich mach die Leid, wie ich Job sage, aber ich bin mal gut befaut. Da geht er noch wieder, tut weg und wird wieder gerade. So, dann machen wir noch. Einmal noch Krieg, ich will auch so ein Bruder. Danke schön. Ich bin jetzt zwar allerdings nicht vorsichtig, was Albis Brink, der hat natürlich auch enorme Stunden hier mit Heimathus verbracht. Der hat auch mit der Kolbing-Werkstatt, das immer alle in die Wege leitet. Und dafür möchte ich auch alles eben hier bitten, dass ich, habe ich auch einen kleinen Beruf dafür. Ja, alles auch für den Einsatz. Herzlichen Dank. Ne? Das war bestimmt auch nicht immer einfach. Ne? Und außer Mann, ich habe das gerne da unten, so wie das Job anschluten. Und ich will auch hoffen, dass diese Geräte, die wir hier hinstellen, auch den Mann ankommen. Dankeschön. Ja, danke schön. So, jetzt hätte ich noch einen Blumenbusch. Becker Wilhelm. Ja, wir haben von da hier ja, so ein wunderbares kaltes Buffet umstehen und wird so wunderbar bewirtet und diese ganze Organisation mit den Essen. Und die Vorbereitungssachen und was alles so mit der ganzen Inneneinrichtung von der Heimathus, mit den Köpfen und so weiter zu tun hat. Da wie eine Frau, die sich da richtig lang vermarkt hat. Und das ist unsere Maria Stebens. Ja. Maria, als Entschädigung auch ein kleines Blumenschlösschen. Ja. Und den herzlichen Dank im Namen des Heimatvereins. Ja, also alles nur mit tatkräftiger Unterstützung von den anderen Frauen, ne? Also die kann man das ja nicht schaffen und die Meister und so weiter, ne? Und wie hofft der Judith Eckenneuer gut schmeckt? Und ich würde vorschlagen, dass unsere Bläser dann eben noch zum Essen bläst. Und sieben Schwäben
ist auch komplett da hoch, das stimmt. Ja, der Facher Rackel, der Facher Rackel, der Rackel.